Nun kommt ja wieder die kalte Jahreszeit und deswegen machen wir heute so einen genialen, uralten Powerdrink für unser Immunsystem. Erdgeflüster. Dieser Powerdrink nennt sich Oxymel. Was heißt jetzt Oxymel? Oxymel heißt übersetzt Sauerhonig. Also, wir brauchen Honig und auch Essig. Das Oxymel kommt aus dem alten Griechenland und war damals vor tausenden Jahren schon ein geniales Allheilmittel. Wie schon erwähnt, besteht so ein Oxymel aus Honig und Essig und da sollte der Honig wirklich hochwertig sein und der Essig natürlich auch. Ein unfiltrierter Essig wäre da hier optimal. Und das Besondere vom Oxymel, ich kann ja viele verschiedene herstellen, je nach Bedarf. Möchte ich die Verdauung fördern oder das Immunsystem fördern oder nur ein Husten-Oxymel machen, das bleibt euch ganz überlassen. Und man kann jedes Gewürz, jedes Kräutlein verwenden und sogar auch Beeren, was ihr eben habt und wofür ihr das Oxymel verwenden wollt. Das Mischverhältnis zwischen Honig und Essig ist ungefähr so 2:1. Das bedeutet zwei Teile Honig und ein Teil Essig. Wenn ihr süßer haben wollt, dann nehmt ihr einfach 3 Teile Honig und ein Teil Essig. Alle Zutaten sollen wirklich hochwertig sein, ob das jetzt der Honig ist oder der Essig ist oder auch die Kräuter oder Pflanzen, die ihr eben verwendet. Ihr braucht ein Glas mit Deckel. Das müsst ihr vorher wirklich sauber auswaschen und die Kräuter, die sollen, oder die Pflanzen, die sollen wirklich vorher ganz, ganz trocken sein. Ich wasche sie nicht. Ich pflücke sie ein paar Stunden vorher und lasse sie so trocknen. Und ich achte darauf, dass wirklich keine Tierchen dabei sind und dass die Kräuter oder die Gewürze wirklich schön sind. So, und wir starten jetzt mit dem Oxymel. Da gebt ihr einfach in ein sauberes Glas den Honig hinein. Der ist jetzt bei mir schon drinnen. Dann gebt ihr einfach den Essig dazu, den schüttet ihr hier rein. Dann rührt ihr mit einem Kochlöffel, er soll aus Holz sein, das wäre viel besser, bitte kein Metall. Dann rührt ihr das ordentlich durch, damit die Masse wirklich homogen wird. Und danach schneidet ihr alle Kräuter klein oder Beeren, was ihr eben habt. Ja, und dann kommt das Ganze Kleingeschnittene in dieses Glas hinein. Da wird ordentlich herumgerührt, damit diese Kräuter sich sehr schön mit dem Essig-Honig-Gemisch vermischen. Und wir machen heute ein immunstärkendes Oxymel für die kalte Jahreszeit. Und dazu habe ich viele Kräuter gesammelt. Das wären zum Beispiel Rosmarin, dann habe ich Oregano, Thymian, die Kapuzinergressen, Blüten und die Blätter, dann natürlich Salbei, dann habe ich noch Zitronenmelisse und, was habe ich noch, einen Kren. Und diese Kräutermischung, die passt optimal für die Winterzeit. Und obendrein ist der Kren, Rosmarin und die Kapuzinergresse noch ein natürliches Antibiotikum. Was will man mehr? Jetzt haben wir alle Kräuter kleingeschnitten und wenn ihr euch fragt, wie viel Menge an Kräuter braucht man da, das richtet sich ganz nach eurem Geschmack. Ich habe jetzt ungefähr von jeder Sorte so eine Handvoll gehabt. Und jetzt werden die Kräuter ordentlich umgerührt in diesem Glas, damit wirklich alle mit dem Essig-Honig-Gemisch bedeckt sind. Dann wird der Deckel zugemacht und es wäre gut, wenn ihr die erste Zeit wirklich immer wieder das Glas schüttelt, damit alles gut durchmischt wird und die Inhaltsstoffe wirklich gut herausgezogen werden. Und je kleiner ihr die Kräuter oder Beeren oder was ihr eben habt schneidet, umso mehr Inhaltsstoffe gehen auch in das Gemisch über, in das Honig-Essig-Gemisch. Und dieses Glas mit geschlossenem Deckel stellt ihr dann dunkel auf in einem Raum, es muss nicht extra warm sein, und für ungefähr 2 bis 3 Wochen. Und nach 2 bis 3 Wochen ist dieses Oxymel dann schon fertig für den Genuss.
Nach 2-3 Wochen wird das Oxymel abgeseit und kommt dann in dunkle Flaschen. Wenn ihr keine dunkle Flasche habt, dann müsst ihr eben die Flaschen dunkel lagern. Das wäre sowieso optimal. Und dieses Oxymel ist dann mindestens ein Jahr haltbar. Und wenn ihr die Flaschen einmal geöffnet habt, dann solltet ihr sie innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen. Wie könnt ihr jetzt das Oxymel verwenden? Ihr könnt es auf nüchternem Magen einnehmen, zum Beispiel ein Esslöffel pro Tag. Oder ihr könnt diesen Esslöffel auch in lauwarmes Wasser geben und dann das Wasser trinken oder auch in einen Tee hineingeben. Und natürlich schmeckt es auch, wenn ihr dieses Oxymel, es kommt immer darauf an, welches ihr gemacht habt, könnt ihr es vielleicht auch als Marinade für einen Salat verwenden. Das geht alles. Ich hoffe, ihr habt Lust bekommen und ihr macht auch euer eigenes Oxymel nach euren Vorstellungen. Wir sind jedenfalls gut gerüstet für die kalte Jahreszeit. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.